Dass du geholfen hast, sie zu waschen und zu baden, Twilight. Kein Problem, habe ich gern getan. Du kannst sicher kaum erwarten, in dein Schloss zurückzugehen und dich selbst zu waschen. Müssen wir nicht noch mehr Tiere baden? Ich glaube, du und ich sind die letzten zwei. Und ich kann es kaum erwarten, den Schlamm abzuwaschen. Oh nein, Angel ist schmutzig. Ich bleibe lieber noch ein bisschen und bade ihn auch. Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbeste Freunde seid ihr. Vielen Dank, dass du geblieben bist, um auch Angel zu baden. Aber, ich glaube, er ist jetzt trocken. Meine Güte, es ist schon ganz schön spät. Du hättest wirklich nicht den ganzen Tag bleiben müssen. Aber wir sind dir sehr dankbar, oder, Angel? Ich bin jedenfalls ziemlich erschöpft. Außerdem muss ich mich für das große Pfannkuchenfrühstück morgen ausruhen. Und du musst bestimmt das Schloss noch aufräumen. Nein, das Schloss ist sauber. Aber weißt du was? Ich sehe mal nach, ob Pinky Hilfe mit den Pfannkuchen braucht. Angel? Die sind wirklich köstlich, Pinkie Pie. Danke. Twilight hat mir die ganze Nacht beim Rezept geholfen. Ich dachte, wir hätten das Richtige, aber sie wollte unbedingt noch andere ausprobieren. Und andere. Und andere, andere, andere. Es war so, als wollte sie gar nicht... gehen? Ja, richtig. Dann lief uns die Zeit davon und es gibt jetzt eine Allerbeeren-Chips-Überraschung. Die Überraschung ist, dass ich irgendwo einen Löffel im Teig verloren habe. Irgendein Pony bekommt einen Überraschungspfannkuchen. Die ganze Nacht auf, hä? Ist sie vielleicht deshalb so, erschöpft? Ich möchte nicht undankbar erscheinen, aber habt ihr auch festgestellt, dass Twilight in letzter Zeit etwas zu hilfsbereit ist? Ja, jetzt wo du sagst. Sie hat mir letztens auf Sweet Apple Acres geholfen und ist bis Mitternacht geblieben. Sie hat 50 Baumlöcher gegraben, obwohl ich nur 10 brauchte. Sie hat einen ganzen Nachmittag in der Karussellboutique damit verbracht, eine einzige Schublade mit Juwelen zu sortieren. Einen ganzen Nachmittag. Das findet ihr merkwürdig? Sie ist letztens 100 Rennen gegen mich geflogen und hat jedes Mal verloren. Aber sie hörte nicht auf. Ich habe 10 gewonnen, 20 gewonnen, 100 gewonnen. Ich meine... ich weiß, dass es Spaß macht, mit mir abzuhängen, aber sie schien lieber zu verlieren, als zu... zu gehen? Ja, wer macht sowas? Ein Pony, das irgendetwas aus dem Weg gehen will. Und sobald sie aufwacht, werden wir es herausfinden. Ich hab gewonnen! Ich bin Pfannkuchen. Ich meine, aufgewacht. Twilight, willst du uns vielleicht etwas mitteilen? Du weißt, wie sehr wir schätzen, was du alles für uns tust. Und auch, dass du immer für uns da bist. Aber wir fragen uns, ob du uns etwas verheimlichst. Oh, ist das denn so offensichtlich? Die Sache ist, ich weiß, es ist dumm, aber ich bin nicht gern an diesem Ort. Warum in Equestria hältst du dich denn nicht gern in diesem wunderbaren Schloss auf? Ja, hier gibt's doch alles. Große, hohe Decken, unter denen man sich winzig fühlt. Glänzen.
glänzende Böden, die sich ganz kalt anfühlen. Und es gibt lange leere Flure. Okay, ich kann's verstehen. Das Schloss ist wunderschön, aber es ist... Ich fühle mich hier nicht zu Hause. Das ist alles. Du musst es nur ein bisschen dekorieren, Schätzchen. Mach daraus dein Zuhause. Es ist so entmutigend. Es ist so riesig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fang damit an, diese Aufgabe uns zu übergeben. Wir machen daraus ein richtiges Traumschloss, während du das Ponyville Spa besuchst und dich einfach mal ausgiebig entspannst. Ich sage das, weil ich dich gern hab. Twilight, hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel gesehen? Ich hab dich noch niemals derart... Franzig gesehen? Ja, das war genau der Ausdruck, der mir nicht eingefallen ist. Oh, ich schätze, ich kann etwas Hilfe gebrauchen. Und mein Schloss ebenfalls. Und ihr macht das bestimmt toll, denn kein Pony kennt mich besser als ihr. Wir machen es hier gemütlicher als bei einem Apfelsaftumtrunk an einem Regentag. Oh, es gibt echt Apfelsaft? Ich meine, lasst uns doch anfangen. Oh nein, gibt es noch Pfannkuchen? Ich schlafe wie ein Baby in diesen kalten, dunklen Zimmern. Spike, ich freue mich so, dich zu sehen. Wirklich? Ja, du gehst mit Twilight ins Spa. Toll, ich brauche eh eine Kralliküre. Oh, du meinst jetzt... Na dann, Mädels, wir haben viel zu tun. Mit vereinten Kräften bringen wir Glanz ins Haus. Nur ein bisschen Glitzer und schon sieht dieses traurige Schloss gleich ganz anders aus. Das kann behaglich sein. Pelztierfreunde und Papageien lassen sie nie allein. Wir verwandeln das Schloss schnell in ein gemütliches Heim. Nichts geht über Ballons und Konfetti. Ein lieber Gruß bei jedem Kommen und Gehen. Von Helden, denn da steh ich drauf. Welches Pony könnte diesem Zauber widerstehen? So ein Schloss hat sie in ihrem Leben niemals gesehen. Viel Seide und Sand wird sie erfreuen. Mein Siegerbild lässt sie glücklich sein. Meine Partykanone ist der Hit. Ich bring Gartengeräte für sie mit. In den Arm nimmt sie dieser Kuschelbär. Ich geb gern meine Edelsteine her. Schön, wer Gutes tut, auch ein Partyhut tut gut. Mit den vielen schönen Dingen schöpft sie neuen Mut. Mit vereinten Kräften wird es schon bald so sein. Für Prinzessin Twilight wird das traurige Schloss wieder ein gemütliches Heim. Wird das Schloss wieder ein gemütliches Heim. Wird das Schloss wieder ein gemütliches Heim. Mädels, ich würde sagen, das haben wir gut gemacht. Zusammen. Alle zusammen. Gute Arbeit. Alle zusammen. Fluttershy, ich find's toll, dass jetzt so viele Tiere hier sind. Sind das deine Pokale? Ich würde sagen, es sind jeder Ponys Pokale, aber mit meinem Namen drauf eingraviert. Oh, meine Güte, Applejack, du hast die Natur hereingebracht. Wie er dich wirklich allerliebst. Sind die Decken vintage?
Nein, nur alt. Im Gegensatz zu deinem funkelnden Fensterdings, das wirklich ganz schön funkelt. Niemand sagt was zu meinen versteckten Konfettikanonen. Oh, sie sind ja auch versteckt. Hey Mädels, seht euch meine Krallen an. Gütige Celestia! Oh, Spike, seid du und Twilight etwa schon zurück? Keine Sorge, sie bekommt die Super Deluxe Man-Behandlung und braucht noch etwas. Mann, sieht das hier schrecklich aus. Endlich sagt jemand die Wahrheit, wie es ist. Es ist echt schrecklich, oder? Es sieht aus wie ein Mischmasch aus Schnickschnack. Ich finde auch, es ist etwas zu voll gestopft. Quatsch, was redet ihr da überhaupt? Ich finde es hier super klasse. Oh nein, bitte tut das nicht. Wenn wir alle tief durchatmen und uns beruhigen. Nein, der Vorhang ist hofarbeitsgefertigt. Nehmt sofort eure kleinen Pfötchen. Alle bleiben, wo sie sind! Okay, totales Chaos. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich weiß auch nicht, aber Twilights Behandlung dauert auch nicht ewig. Wenn sie vorher nicht gern hier gewohnt hat, setzt sie jetzt bestimmt keinen Huf mehr in ihr Haus. Kommt schon, Mädels, wir müssen etwas unternehmen. Twilight verlässt sich auf uns. Spike, du musst jetzt zum Spa zurückgehen und sie aufhalten. Was auch immer ihr tut, kommt bloß nicht nach Hause. Du meinst für immer? Aber wir leben hier. Ja, aber vielleicht beschäftigst du sie bis Sonnenuntergang? Ich tue alles für dich, Rarity. Okay, wir finden alle, dass das Schloss zu vollgestopft ist. Also nimmt am besten jedes Pony einen Teil seiner Dekoration fort und wir sehen, was es bewirkt. Aha! Spike, du bist zurück. Wie sehe ich aus? Klasse! Und was noch wichtiger ist, wie sieht unser Schloss aus? Klasse! Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Klasse! Ich meine, nein! Ich meine, ich will eigentlich noch gar nicht gehen. Lassen wir uns noch massieren? Ich wollte unbedingt noch das hier testen. Die extra starke heißer Stein-Super-Tiefenmassage? Ja. Ich glaube, ich bleibe bei der traditionellen Massage, aber probier du diese ruhig aus. Hat ein Pony eine Massage bestellt? Yeah! Los geht's, kleiner Drache! Ich hasse es, wenn er das macht. Komm mit mir, Prinzessin. Mach schon, Rarity. Jedes Pony hat hier etwas entfernt, außer dir. Oh, ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Wie wär's damit? Nein, nicht das! Alles nur nicht das! Wie wär's hiermit? Aber sie erhellen den ganzen Raum. Es ist mein Lieblingsakzent. Dann vielleicht diese Vorhänge? Der Raum müsste nicht erhellt werden, wenn sie ihn nicht verdunkeln würden. Nein, die nicht! Das sind meine Lieblingsvorhänge! Es kann dir nicht alles am Herzen liegen. Okay, ich entferne das Porträt. Wir wissen doch alle, wie wir aussehen. Der Raum ist immer noch überfüllt, oder? Vielleicht nehme ich noch ein oder zwei Poster weg. Nur um zu helfen, natürlich. Okay, alle Ponys kommen wieder runter. Wir finden bestimmt einen Weg, das Chaos zu entfernen. Zusammen. Du hast absolut recht, Schätzchen. Hey, das sind meine wärmenden Decken. Zusammen. Flutterschei, warum zerpicken deine Vögel meine Ballons? Ich schätze, sie mögen es nicht, von deinen explodierenden Konfettikanonen zu Tode erschreckt zu werden. Aber die Kanonen müssen hier bleiben. Ich weiß nicht, wo ich sie versteckt habe. Erlaube mir, dir suchen zu helfen. Oh nein, lass mich dir helfen. Nur wenn ich zuerst helfen kann. Das war ein guter Vorschlag, Spike. Ich fühle mich total tiefenentspannt. Au, 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 au. Willst du aufspringen? Vielleicht kommen wir dann etwas schneller am Schloss an. Au! Ich finde, heute ist ein so schöner Tag. Meinst du nicht, wir sollten noch einen Spaziergang machen? Ach, ich weiß nicht. Komm schon, Laufen hilft bei der Postmassagedurchblutung. Wirklich? Sowas habe ich ja noch nie gehört. Ich vermisse unser Haus, Spike. Wir haben hier so viele schöne Dinge erlebt. Ja, das stimmt. Das haben wir. Oh, Spike, es tut mir so leid. Natürlich war der Verlust unserer Bibliothek auch für dich schwer. Ich habe eine Idee.
Wir lassen die Mädels noch etwas zum Schloss hinzufügen, damit du dich dort auch zu Hause fühlst. Wirklich? Spring auf! Au! Was machst du denn? Ich weiß jetzt, was ich gerne hätte. Oh, okay. Was ist es denn? Ich brauche irgendwie ein Bett. Ich dachte, dass du im Schloss so tief wie ein Baby schlafen kannst. Ach, jedes Pony weiß, dass Babys niemals tief schlafen. Komm schon! Schön. Jetzt vermüllt nichts mehr dieses Schloss. Du hast recht, weil nämlich auch nichts mehr in diesem Schloss drin ist. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich überbringe diese schlechte Nachricht ja nur ungern, aber die Sonne geht unter. Wenn wir nicht bald eine Lösung finden, sieht es so aus, als hätten wir nicht einen Huf gerührt. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir sind Twilights beste Freunde. Das sollte uns leicht fallen. Sie sagte es ja selbst. Wenn irgendein Pony dafür sorgen kann, dass sie sich hier wohlfühlt, sind wir es. Und wenn wir es nicht können? Wird Twilight für alle Zeiten in diesem Schloss leben und fühlt sich ganz traurig. Wow, Fluttershy! Deine Stimme ist sogar laut genug für ein Echo. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich unser schönes Bild rausgerissen hat. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wenn Twilight jetzt nach Hause kommt, wird sie fragen, was ist denn hier los? Und wir müssen antworten, gar nichts. Dann wird sie sagen, ich habe mich auf euch verlassen. Was seid ihr für Freunde? Und wir sagen... Komm runter, Pinky. Wir müssen nur herausfinden, was wir falsch gemacht haben und machen es dann richtig. Also ich habe hier nichts falsch gemacht. Ich würde genau das Gleiche auch in meinem Haus tun. Aber es ist nicht dein Haus. Es ist Twilights Schloss. Wo sie ihre Rainbow Dash-Pokale aufbewahrt. Touché. Vielleicht haben wir zu sehr an uns gedacht und nicht daran, wie Twilight sich hier wohlfühlen könnte. Los, Mädels. Lasst uns alle an Twilight denken. Was fand sie wohl so schön daran, in einer Bibliothek zu leben? Oh, alles daran. Die Bücher, den Geruch von Büchern. Sie fand es schön, ihre Bücher zu sortieren. Wisst ihr noch, wie ich damals bei meinen Ultraschall-Rainboom-Versuchen mitten in die sortierten Bücher geknallt bin? Gute alte Zeiten. Ja, für dich vielleicht. Oh, und Applejack, weißt du noch, als wir beide dort eingeschlossen waren? Am Ende hatten wir dort doch großen Spaß. Und wisst ihr noch, als die Bibliothek in Millionen Stücke explodiert ist? Wartet, nein, das war fürchterlich. Wir haben viele schöne Erinnerungen an ihr Zuhause. Das macht die Bibliothek auch zu unserem Zuhause. Ja. Das ist es. Und wie ist das? Zu weich? Zu hart? Zu fluffig? Genau richtig. Ich nehme es. Oh, endlich eins gefunden. Ich dachte, wir finden nie das passende Bett. Wir kaufen es und dann nichts wie raus hier. Hört sich gut an. Nein! Hörst du das? Zu quietschig. Besser ein anderes. Vielleicht lässt sich meine Idee doch nicht umsetzen. Doch, Schatz, es wird uns gelingen. Ich kann es sehen. Du und Fluttershy bleibt hier. Rainbow Dash und Pinkie Pie, ihr kommt mit mir. Wir gehen shoppen. Und dann treffen wir uns im Schloss. Es ist nicht wichtig, was man besitzt. Es muss kein Reichtum sein. Die Erinnerung an das, was wirklich zählt, wird dir neue Kraft verleihen. Und dann wird dieses Schloss wieder ein gemütliches Heim. Dieses Schloss wird bald ein gemütliches Heim. Dieses Schloss wird bald ein gemütliches Heim. Hallo, wir sind zurück. Willkommen zu Hause. Ich freue mich, was ihr aus dem Schloss gemacht habt. Es ist euch wirklich gelungen, das ursprüngliche Design komplett zu erhalten. Oh, komm schon! Es hat sich überhaupt nicht verändert. Es war echt schwer, sie daran zu hindern, nach Hause zu gehen. Ich will nie wieder einen Spitzenbesatz sehen, solange ich lebe. Moment, du solltest mich daran hindern, nach Hause zu gehen? Es hat leider etwas länger gedauert, als wir dachten. Dass man sich irgendwo zu Hause fühlt, liegt nicht an den Möbeln, sondern an den Erinnerungen, die man hat. Also haben wir etwas gebaut, das dich an die Momente seit deinem Umzug nach Ponyville erinnert?
Die Ornamente an dem Kronleuchter sollen dich an den Spaß erinnern, den wir zusammen hatten. Das erinnert dich an deine Willkommensparty, die wir in der Bibliothek gefeiert haben. Das an unser Donutessen nach der großen Galoppgala. Und wir hoffen, dass dich der Anblick deiner wunderschönen alten Erinnerungen dazu ermutigt, neue zu sammeln. Und das Beste daran ist, wir haben ihn aus den Wurzeln der Bibliothek gebaut. So vergisst du nicht, wo deine Wurzeln sind. Genau das hat mir in diesem Schloss gefehlt. Und ich bin bereit für neue Erinnerungen. Dann lasst uns sofort anfangen mit einem neuen Erinnerungskuchen. Die sieben Leben, wonach schmeckt's Geheimnisüberraschung? Sind das hier Schokoladenchips oder sind es furchtbar super scharfe schwarze Bohnen? Gehen wir ins Esszimmer. Es ist spärlich eingerichtet, aber dort stehen Tische und Stühle. Wow, was ist hier drin passiert? Beim letzten Mal war dieses Zimmer fast leer. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Es schrie fast nach einem persönlichen Touch. Ehrlich gesagt, ging es mir ähnlich. Die Küche ist jetzt vielleicht etwas rustikal eingerichtet. Und es hängen jetzt vielleicht ein paar Daring-Do-Poster in deiner Bibliothek. Und Kuscheltiere in deinem Schlafzimmer. Was war das? Ah, eine von Pinkie Pies Konfettikanonen. Was? Es ist nicht meine Schuld, dass sie so gut versteckt sind. Ja.